Ja, euch allen ein ganz wunderbares und glückliches und vor allen Dingen liebevolles und erfülltes neues Jahr wünsche ich. 2012, ein Jahr wieder mal voller Möglichkeiten und Chancen für jeden Einzelnen. Möglichkeiten, das aus sich zu machen, wovon wir schon immer oder wovon du schon immer geträumt hast. Und ich habe heute Morgen dazu einen ganz, ganz wunderbaren Kalenderspruch an meinem Bett gefunden und den möchte ich mit euch teilen. Es ist aus einem Kalender von Eloise Hay und einige werden diesen Spruch bei sich auch heute Morgen gefunden haben. Jeder Augenblick dieses neuen Jahres bietet mir die wunderbare Möglichkeit, noch mehr zu dem zu werden, der ich bin. Und genau das ist es, was ich euch wünsche, genau der zu werden, der ihr seid. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich den Weg gegangen bin, den ich gehe und immer noch gehe, den ich gehe. Weil es wichtig ist, genau das herauszufinden. Es ist wichtig herauszufinden, wer man ist. Es ist wichtig herauszufinden, wo man hin möchte. Und es ist, glaube ich, noch wichtiger herauszufinden, was ist es, was mich im Moment glücklich macht. Und es gibt einen Schlüssel dafür und ich möchte mit euch diesen Schlüssel teilen und euch ihn noch einmal erneut schenken für das Jahr 2012. Es ist ein ganz einfacher Schlüssel, den jeder von euch kennt. Aber ich glaube, dass die meisten von euch diesem Schlüssel noch nicht folgen. Es ist ein Herzensschlüssel und er nennt sich Sehnsucht. Es geht darum, dass wir uns tatsächlich immer tiefer darauf konzentrieren, wonach wir uns wirklich sehnen. Und wir werden feststellen, dass das, wonach wir uns wirklich sehnen, also unsere ganz tiefen Herzenswünsche, keine Wünsche sind, die materiell angelegt sind, sondern egal, was sich hinter einem materiellen Wunsch verbirgt, und ich habe dieses Jahr mir wirklich sehr viele materielle Wünsche erfüllen können, und ich habe es auch immer wieder feststellen können, es ist eine eigene Erfahrung, eigentlich eine sensationelle Erfahrung, die ich gemacht habe, eine Schlüsselerfahrung, finde ich persönlich, dass die Sehnsucht uns genau dahin bringt, was wir wirklich wollen. Und das, was wir wirklich wollen, ist ein Gefühl, nichts anderes. Ein Gefühl. Wir wünschen uns ein Gefühl. Wir gehen arbeiten, um versorgt zu sein, das Gefühl zu haben, geborgen zu sein. Wir wünschen uns ein schönes Auto, um vielleicht das Gefühl zu haben, für einen ist es ein Status, für anderen ist es Flexibilität. Ja? Wir wünschen uns sehr, sehr viele Dinge, doch dahinter steckt immer ein Gefühl. Beziehung. Was wünschen wir uns, wenn wir eine Beziehung haben möchten? Was ist es wirklich, was wir uns wünschen? Und genau diese Gefühle sind Dinge, die wir bereits in uns haben. Und das ist das so Entscheidende, denn viele, viele spirituelle Meister, kann man sagen, oder erleuchtete Menschen sprechen oftmals davon, dass sie all die Dinge, die sie gesucht haben, in sich selber gefunden haben. Ganz ehrlich, ich habe mich lange gefragt, wie das funktioniert. Ich wollte ein großes Haus haben, ja. Ich wollte ein großes Haus haben, ich wollte Geld auf dem Konto haben, es sollte mir gut gehen. Und ich habe mich gefragt, wie soll es möglich sein, das alles in mir zu finden? Das sind doch Dinge, die hätte ich ganz gerne im Außen. Aber in dem Moment, wo ich darauf gekommen bin, dass es ein Gefühl ist, was ich mir wünsche, denn es ist spürbar, in dem Moment, wo man es erreicht, sitzt man da und fragt sich, ja, geht es jetzt um diese Materie oder geht es jetzt um das, was da drumherum ist? Ja, geht es um das, was wir fühlen. Und wenn wir wissen, im Jahr 2012, und wenn jeder von euch das mitnimmt, dass alles, was wir uns wünschen, bereits in uns hier ist, es ist ein Gefühl. Wir brauchen im Grunde genommen nur die Augen schließen und genau das erleben, die Sehnsucht, die wir haben, mal tief eintauchen, uns trauen. Nicht vorher sagen, ach, das schaffe ich sowieso nicht, das kann ich nicht, oder es ist zu teuer, oder es ist zu weit weg, oder das steht mir nicht zu, oder was für Programme auch oftmals entgegenwirken bei uns. Den Sehnsuchtsweg folgen ist im Grunde genommen der Weg des Herzens. Es ist der Weg, der uns dahin führt, was wir wirklich sind. Wir finden dort heraus, wer wir sind und wonach uns wirklich ist. Und wir werden feststellen, dass das alles, was wir dort uns wünschen, tatsächlich ja, Wünsche sind, die uns auch kollektiv zusammenhalten. Die, ja, ich sag's mal, so etwas wie Liebe verbreiten überall auf dem Planeten. Weil da geht es nicht darum, dass ich etwas ganz besonders Teures haben möchte, was in einem Land von armen Menschen produziert werden muss. Wir wachsen immer mehr zusammen. Es geht darum, sich Gedanken darüber zu machen, was ist es, was mich wirklich, wirklich glücklich macht? Was steckt hinter meinen ganzen Wünschen und Vorsätzen für das neue Jahr? Und dafür wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche euch ja, Unterstützung und Möglichkeiten auf diesem Weg, die ihr braucht, um tatsächlich auch dorthin zu kommen, euch zu trauen, vor allen Dingen diese Sehnsucht zu leben, diesen Herzensweg zu trauen. Und dabei unterstütze ich euch natürlich. Happinessing ist für euch da. Meine Kurse sind darauf ausgerichtet. Und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Euer Christian. Tschüss.